Hallo liebe YouTube-Freunde, jetzt kommt der zweite Teil meines hoffentlich heiß erwarteten Videos zum Thema Smart Batterie auslesen. Wenn ihr also bei eurem Smart EQ oder ED die Batterie auslesen wollt und meinen ersten Teil angeschaut habt und das Interface jetzt parat hat, dann solltet ihr bei dem Video dranbleiben. Ich schnapp mir jetzt mein Windows-Notebook und mein selbstgebautes Interface. Gehe jetzt zum Auto runter und zeige euch, wie ihr die Batterie entsprechend auslest. Bis gleich. Da bei mir daheim momentan gerade der Nachbar mit dem Rasenmäher fährt, habe ich mir gedacht, fahre ich mal woanders hin und zeige euch das hier draußen. Das Wetter passt ja eh gerade, von daher ist alles gut und wir fangen mit dem Wichtigsten mal an. Also zum Ersten muss ich euch zeigen, wo ihr den Stecker hier einstecken müsst. Dazu schmeiße ich nämlich mal die GoPro an und zeige euch das mit der GoPro. Und zwar ist hier unten im Vorderfußraum der entsprechende OBD-Stecker hier mit dem gelben. Und da steckt ihr dieses Kabel hier entsprechend drauf. Also der Stecker ist nur so geformt, dass ihr den auch nur in einer Position drauf bringt und gar keine andere Chance habt, den irgendwie anders da reinzumachen. So, das USB-Kabel verlege ich mal ein bisschen. Da muss dann nämlich der Laptop hin. So, den Laptop hole ich mir gleich mal aus dem Kofferraum. Setze mich dazu mal ins Auto, suche noch den Autoschlüssel, weil die Zündung muss ich dann auch noch anmachen. Ich starte für euch mal die Aufzeichnung vom Windows. Dann stecke ich, oder beziehungsweise ich starte erstmal die Arduino IDE. Und den seriellen Monitor. Da wird jetzt noch nichts kommen. Ah ja, Board an COM 6 ist nicht verfügbar, weil ich den USB noch nicht eingestöpselt habe. Das mache ich jetzt. Zack. Dann nochmal Werkzeuge, serieller Monitor. Wichtig ist, dass hier unten auf 115.200 baud steht. So, jetzt müssen wir noch eins machen, und zwar die Zündung auf an, damit es zweimal Klack hinten macht, dass die Batterie, die Hochvoltbatterie entsprechend an ist. So, Help bringt jetzt an der Stelle nichts, weil ja die Hilfe aus ist. Na, wir haben hier 49% und das zeigt er uns am Display auch an. Das passt also soweit. Ah, die GoPro kriege ich jetzt nicht so ganz hin. Und was ihr jetzt eigentlich nur tun müsst, um die Diagnose aufzurufen, ist hier ein All einzutragen als Command. Das schreibt er hier oben in die Leiste. Ne, All und dann senden. Und schon läuft's los. Es dauert ein kleines Weilchen, bis er alle Daten hat. Dann bleibt er nämlich im Prompt auch wieder stehen. So, hier unten kommt ein Fail. Das braucht euch aber nicht zu beunruhigen. Das ist, weil er, soweit ich weiß, das Telekommunikationsmodul nicht auslesen kann, was mit einprogrammiert ist. Also das Programm ist ursprünglich mal entstanden für den Smart ED und wurde dann auf den EQ adaptiert. Allerdings passen gewisse Sachen hier nicht. So.
Und im Endeffekt könnt ihr jetzt hergehen, könnt den ganzen Servus hier einfach mal kopieren und euch in eine Word- oder Textdatei sichern. Steuerung C, nehme ich mal mein Notepad++. Ja, das sieht schon besser aus. Genau, und dann einfach mal die Datei speichern. Save S, macht das mal auf dem Desktop. BMS 07052021.txt beziehungsweise du das Kennzeichen hier nochmal vorne dran. Meter 56E, BMS 7.05.2012. Das war's erstmal. Na, zum Auslesen selber. Was die Daten jetzt hier bedeuten, das zeige ich euch dann in meinem Büro wieder, am Arbeitsplatz. Es ist allerdings hier auch so, ich will das nochmal kurz sagen, man kann verschiedene Sachen auslesen und es ist auch dabei der Onboard-Charger. Ja, also hier OBC-Status, OBC heißt Onboard-Charger. Ne, und ihr könntet hier zum Beispiel auch eine Diagnose der Ladeleistung machen. Ne, das macht natürlich nur dann Sinn, wenn ihr irgendwo an der Wallbox oder an einem Ladeziegel angeschlossen seid. Ansonsten macht das natürlich keinen Sinn. Ne, aber ihr würdet hier die entsprechenden Phasen mit der Spannung, mit der Amperezahl und so weiter alles sehen. Das könnt ihr ja mal ausprobieren bei Gelegenheit. Ich bin jetzt hier natürlich draußen, habe keine Wallbox gerade dran, aber das würde auch funktionieren. Eins noch zwischendurch, es macht Sinn, die Batterie dann auszulesen, wenn die Batterie entsprechend im Status leer ist, beziehungsweise im Status voll. Und über eine gewisse Zeit sich mal gesetzt hat, will ich jetzt mal so sagen. Also ihr ladet voll, ihr gebt der Batterie mal eine Chance, dass sie balanced. Ne? Also lasst das Ladegerät quasi länger angehängt, als dass die Batterie 100% zeigt. Ne? Beispielsweise mal über Nacht oder ein, zwei Tage länger. Ne, dann bei den alten Fahrzeugen war das so, dann balanced die Batterie und gibt entsprechend oder gleicht die Zellen aus. Ne, und wenn ihr dann den Ladevorgang beendet und aber nochmal 3-4 Stunden wartet, dann bekommt ihr entsprechend aussagekräftige Ergebnisse. Und wenn ihr diese Prozedur quasi für euch festhaltet, ne, dass ihr sagt, ihr macht das jedes Mal so, dann kommt ihr auch zu vergleichbaren Ergebnissen. Aber wie gesagt, was die Daten hergeben, das zeige ich euch dann daheim. Also bis gleich in meinem Büro. So, willkommen zurück in meinem Büro. Jetzt schaue ich mal mit euch zusammen das von mir erzeugte File an. Und zwar nur in einem groben Überblick erstmal. Im Detail können wir da später nochmal drüber schauen, aber ich wollte jetzt das Video erstmal final zu Ende bringen. Ich denke mal, ihr habt eh lang genug drauf gewartet. Was kann man aus diesem File jetzt alles rauslesen? Also wir haben eigentlich alle Module, die hier über dieses Interface abgefragt werden sollen, abgefragt. Wir erkennen hier den Kilometerstand laut Tacho, wie viel Grad es draußen hatte, dann SOC heißt State of Charge, das sind hier 49%, die angezeigt werden, 48,5 real, entspricht einer Reichweite von 63 Kilometern. Dann gibt es hier noch einen RSOC, also ein Real SOC, der ist etwas höher, ich glaube, da rechnet er, soweit ich das weiß, die Reichweite
oder eine entsprechende Reserve mit ein. Wir haben hier den Status des Hochvoltsystems, 349,5 Volt und wie viel Ampere bzw. kW Grad rausgezogen werden. Das ist, weil halt eben der CAN-Bus noch aktiv ist und ja, so diverse Sachen halt laufen. Low Voltage, das ist die Batterie. Ja, die wird wahrscheinlich gerade auch geladen, deswegen aus der Hochvoltbatterie, deswegen kommt da auch was raus. EV off heißt, die Zündung ist aus. Zündung ist an, aber das Fahrzeug selber ist aus. Also ist nicht gestartet. HV on, Hochvoltbatterie ist an. Und das dürfte mich jetzt hier nicht fragen. Interessant wird es jetzt hier in der nächsten Sektion. SOH ist nämlich der State of Health eurer Batterie. Also im Endeffekt, wie es eurer Batterie gesundheitsmäßig geht. Und dieser State of Health entspricht auch dem Wert, der für eine jeweilige Garantie entsprechend ausgelesen wird. Und wenn man jetzt sich hier mein Auto so anguckt, ich habe 21.265 Kilometer gelaufen und habe noch 97% Akkukapazität übrig. Also wenn das so weitergeht, bin ich eigentlich zufrieden. Es gibt auch Autos, die erreichen hier vielleicht mehr, die erreichen weniger, je nachdem. Das muss man immer anhand der Fahrzyklen und der entsprechenden Umstände geltend machen. Also wir nutzen unser Auto ja das ganze Jahr über, deswegen denke ich mal, bin ich mit den 97% zufrieden. CV Min, Min, Max, das sind Kapazitätsangaben, die aus den Zellen kommen. Da will ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Dann haben wir HV Control On. Das heißt, dass quasi der Schütz der Batterie auf ansteht, die Batterie also angeschaltet ist. Und für euch wichtig hier ist jetzt auch dieses Thema Cycles hier, weil dieser Schütz hat eine gewisse Hardware-Grenze. Das heißt, er kann nur so und so oft geschalten werden. Und dann ist er kaputt oder dann hat er sein Lebensende erreicht. Und im Endeffekt habe ich jetzt hier noch 195.000, fast 600 Zyklen von 200.000 übrig. Das passt also, das reicht noch für eine ganze Menge. Wenn dieser Wert hier sein Ende erreicht, ne, also irgendwie 100 oder 1000 übrig wären, also falls dieser Schütz nicht mehr schaltet, ist die Batterie im Arsch. Und soweit ich das auch weiß, kann der Schütz nicht getauscht werden oder beziehungsweise Mercedes in der Werkstatt kann diesen Schütz nicht tauschen. Dann hier Batterietemperatur über Modul 1, 2, 3 mit den entsprechenden Zellen. Dann die gemessene Kapazität der Batterie. Da dürft ihr mich im Detail jetzt aber auch nicht fragen, was die Werte bedeuten. Und hier kommt eine ganze Litanei von 1 bis 96. Das sind die entsprechenden Werte der Zellen an sich. Also Millivoltanzahl der jeweiligen Zelle und die entsprechende Kapazität. Und es ist so, dass diese Zellen, oder es gibt eine Zellstatistik, sagen wir es mal so. Ja, es gibt die schwächeste Zelle, halt das ist hier CVmin, das ist die Nummer 22. Und es gibt eine starke Zelle, das ist CVmax. Und diese Differenz sollte nicht zu groß sein. Ich habe ja vorhin mal gesagt, dass ihr am besten immer vergleicht, wenn das Auto entsprechend geladen hat, vollgeladen ist, dann entsprechend noch ein bisschen Zeit fürs Balancing zur Verfügung steht und dann nochmal stehen gelassen wird, dann bekommt ihr vergleichbare Werte, weil wenn ihr es jetzt so auslest wie ich, bei einem Stand von 30%, ist es nicht wirklich sehr aussagekräftig. Also es ist eher die Frage, wie diese Werte dann nach dem Balancing
aussehen. Ne? Für die Kapazität gibt es gleiche Berechnungen. Da ist aber, soweit ich weiß, hier nichts dabei, was man sagen würde, anhand dessen kann man eine gute oder schlechte Batterie ablesen. So, dann kommen wir hier OBC-Status. Das ist der Status des Onboard-Chargers, sprich des Ladegeräts. Ja, ich war derzeit nicht an der Wallbox oder hinge nicht an der Wallbox, deswegen sind die Werte hier alle auf 0. Ja, dann noch der Onboard-Charger, eben zeigt auch nochmal an, wie voll der Akku ist, wie warm es ihm ist. Und hier unten, das habe ich euch vorhin ja schon erklärt, steht dort ein Fail. Das sind normalerweise die Daten der TCU, wenn nicht alles täuscht. Also sprich des Onboard-Moduls für die Kommunikation mit den Smart Services. Also dass ihr die Original Smart App nutzen könnt. Da ist es jedoch so, dass die bei meinem Smart EQ und wahrscheinlich, wenn ihr auch einen EQ habt, nicht ausgelesen werden können, weil das noch aus Zeiten vom Smart ED stammt und der Smart ED eben hier ausgelesen wird. Das Programm hat noch keiner angepasst und ich wüsste auch keinen, der das momentan vor hätte oder könnte. Wenn ihr mich jetzt fragt, wie aussagekräftig dieser SOH-Wert ist, also ich würde schon sagen, sehr aussagekräftig, fragt mich jetzt nicht, wie er berechnet wird, aber derjenige, der dieses ganze Skript und Interface entwickelt und gebaut hat, hat mit Sicherheit genau gewusst, was er tut und von daher entsprechend glaube ich diesem Wert auch hier. Ihr könnt ja mal, wenn ihr Lust habt, euch entsprechend von der Smart-Werkstatt das Batterieprotokoll auslesen lassen und dann mit eurem Wert hier vergleichen. Ich gehe auch davon aus, dass ihr auf den gleichen Wert kommt. Ja. So, das war's jetzt hier zu dem Thema Batterie auslesen beim Smart EQ, zweiter Teil. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr noch irgendwie was genauer erklärt oder sehen wollt, schreibt es auch rein. Dann gebt ihr mir entsprechend Anregungen für ein neues Video. Und wie immer, falls ihr mich noch nicht abonniert, denkt über ein Abo nach. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch. Ich wünsche euch viel Spaß beim weiteren Smartphone. Und bis zum nächsten Mal. Euer Martin.